Hallo liebe Freunde, ich bin der Sarazar und das ist das Faruka. Parukaville direkt an der holländischen Grenze. Mega coole DJs mit Rang und Namen. Von Steve Aoki bis Tiesto und natürlich auch ganz viele andere. Die Circle of Alchemist zum Beispiel haben wir auch aufgelegt. Der Björn Grimm, der Sarazar und noch viele weitere. Und das Coole ist, wir stellen ja auch eine Stage mit Aerochrone, unserem DJ-Channel. Den kennt ihr vielleicht, könnt ihr mal abchecken bei YouTube. Haben wir bestimmt hier irgendwo gerade verlinkt. Ja, und wir haben eine eigene Stage hier, so einen richtig geilen Bunker. Ja, und da gibt es ja auch viele Livestreams und richtig coole Aufzeichnungen von unseren Partys hier. Da könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Bock habt. Ja, Benny, einfach ein geiles Festival, oder? Ich find's Hammer, ey. Vor allem, wie viel Mühe man hier sich gegeben hat mit den ganzen Bühnen und dem ganzen Drumherum. Es ist wirklich wie eine eigene Stadt. Man fühlt es richtig und man kann auch richtig darin eintauchen und einfach nur Spaß haben. Mega geil. Und auch vielen Dank an die Veranstalter, denn die unterstützen uns hier massiv. Der gute Bernd und die ganzen Jungs. Vielen Dank dafür. Ja, und hier kommen wir mit. Heiß. Der hotteste Shit in Parukaville Town. So ist es. Wieder zum Parukaville. Was war das für eine Nacht, ey? Richtig geil mit Tiesto. Dann in unserem Bunker ging es noch richtig ab, ja? Und jetzt gleich geht's wieder zurück zum Festival und die Jungs von Jules und Sparks legen auf hier. Was geht ab? Ja, einen neuen Song habt ihr wahrscheinlich schon ein bisschen gehört. Das wird richtig cool. Und danach lege ich auf. Oh Mann, 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 das wird aufregend. Auf jeden Fall. Ich glaube, es wird viel Spaß machen. Und jetzt geht's auf zum Parukaville. Hey, was ist mit dem los?
geil war es. Richtig krasser Auftritt, ey. Voll viele Leute am Start gewesen, richtig aufregend. Ich habe mich auch noch besuchen, war der gute Brand. Oh, ja. Schön, dass du da bist. Danke, ich habe ein Mikro eigentlich für dich mitgebracht. Oh, danke. Und der Gregor. Guten Tag, ich wohne hier, ich habe kein Zuhause mehr. Bin jetzt arbeitslos, weißt du, deswegen, ich dachte, ich tapeziere mich hier mal ein. Danger, Pyrotechnik. Er ist ein Kumpel von mir. ja, die ist auch da, der Dela ist auch da. Und natürlich die Boys, der Benny, viel beschäftigt. Hallo. Wieder. Ja, auf jeden Fall richtig cool war es. Und jetzt werden wir noch ein bisschen auf dem Festival rumtingeln, mal sehen, was wir heute noch so ergibt. YouTube-Channel-Label, ja, das kennt ihr ja mittlerweile, ja, diesen Vogel. Ja. Ja, den hast du jetzt gerade von mir gesprochen? Ja, von dem Vogel, von dem Vogel. Aber den haben sich schon einige tätowiert mittlerweile, den sind wir an den Rand. Auf den Arsch. Nee, nicht an Arsch. Nicht an Arsch? Nicht an Arsch. Schade. An Bein. An den Hoden. Oh, jo. Hoden. Ja, aber links, links. Liebe Freunde, das war das Perukaville 2016. Das hier ist der gute Bernd Dix und ich bin völlig heiser, Stimme verloren. Wie sieht's denn bei dir aus? Meine Füße tun mehr weh. Ja, Bernd ist einer der Veranstalter und mega vielen Dank nochmal. Es war eine geile Zeit im Resümee. Krass, also ohne Scheiß, mega Wetter, mega Leute, mega Stimmung. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, ey, vielen Dank nochmal. Super Festival, super Team, vielen Dank. Es war einfach ein super Erlebnis und das Wetter noch mega Glück. Ihr seht schon, jetzt regnet es ein bisschen. Ja, und es gibt auf jeden Fall auch nur eine fette Compilation zu verlosen. Muss ich nur noch richtig umhalten. Ja, muss ich nur richtig umhalten. Ja, ist richtig. Ja, und das sind sogar hier Circle of Alchemist und Saraza, der Honka Remix vom Traveler, fundig. Wie viele wollen wir denn davon verlosen? 10? 10 Stück, dann machen wir das ganze Video auf meiner Facebook-Seite. Dann könnt ihr 10 von diesen coolen Compilations gewinnen. Ja, und ganz herzliches Dankeschön auch nochmal an Entech, an Void, die uns da ausgestattet haben im Bunker und natürlich auch die ganzen Sponsoren hier vom Festival. Es war eine super geile Zeit. Vielen Dank nochmal an die ganzen Jungs und die ganzen DJs, die wir kennenlernen durften und so. Echt vielen Dank, Bernd. Das war echt mega geil. Geil, geil, geil. Dankeschön. Freuen uns auf 2017. Auf jeden Fall.